Es ist jetzt 8:30 Uhr. Ich wollte heute mal zum Eisangeln gehen und packe jetzt meine Sachen zusammen. Denk mal so ab 9 Uhr, 8:45 Uhr ist es dann hell. Und dann nehme ich euch mal mit zum Eisangeln. Jetzt hier an dem See angekommen, ist ein kleiner Waldsee, ca. 18 Kilometer von der nächsten befestigten Straße entfernt, und hier wollen wir mal versuchen, oder besser gesagt ich, ob ich hier vielleicht ein paar schöne Bachforellen fangen kann. Der See hat einen sehr guten Bestand, ich war hier im Sommer schon ein paar Mal angeln, und dann schauen wir mal. Ich habe vorhin mal eine Probebohrung gemacht. Das Eis ist ungefähr 25 cm dick. Ich werde jetzt hier zwei Löcher bohren. Fange nah am Ufer an und gehe dann weiter nach draußen.
Also ich angle hier mit zwei verschiedenen Arten. Einmal mit einem kleinen 2 oder 3 Gramm Bleikopf oder auch Mohrmüschka. Die habe ich leider im Moment nicht. Dann nehme ich hier zwei Bienenmaden als Köder am Ufer. Die sollte man in der Tasche behalten. Sonst sind die ein bisschen sehr schnell eingefroren. Wir haben jetzt zwar nur minus 5 Grad, aber trotz alledem ist das besser, wenn die in der Tasche sitzen. Ich ziehe dann so längs auf und dann gucke ich, wie tief es ist. Ungefähr 2 Meter haben wir hier. Jetzt drehe ich die erste 40 cm ungefähr ein. Fische hier mit einem Glöckchen, damit ich mich auf die andere Route beim aktiven Angeln konzentrieren kann.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Leider ist bei den beiden Bissen gerade der Akku leer gewesen und ich konnte die Saiblinge nicht so zeigen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt und unseren Kanal abonniert. Eine Sache vielleicht noch in eigener Sache. Die Fische, die ich angel, die esse ich auch. Das heißt, ich betreibe kein Catch and Release und ich gehe angeln, wenn wir Fisch essen wollen. Wenn ich mal kleinere Fische habe, dann gehen die natürlich selbstverständlich zurück und ich fange auch nur so viel Fisch, wie wir selber verwerten können. Bis dahin, schöne Grüße aus dem schwedischen Wald.